herzlich willkommen zum Unboxing zur Naruto Box 15.1, also Staffel 15, Box 1. Ein bisschen spät, muss ich gestehen. Die neue Box kommt ja bald raus. Aber bei uns verspätet sich gerade alles ein bisschen, einfach weil Lee und ich überhaupt nicht hinterherkommen mit dem Kaufen, weil einfach so viel rauskommt. Es tut uns leid. Es wird sich auch in nächster Zeit noch alles ein bisschen verspäten, auch weil viel verschoben wurde. Yosuga no Sora wurde verschoben. Das One Piece TV Special wurde auf DVD verschoben. Auf Blu-ray gibt's schon, aber wer mich kennt, ich hole mir halt nur DVDs. Deswegen wird sich noch alles ein bisschen nach hinten schieben, bis wir hinterherkommen. Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal weiter mit diesem Unboxing hier. Das FSK-Logo ist leider aufgedruckt auf den Naruto-Boxen, auch dieses Mal. Es ist wieder uncut. So sieht sie dann im Regal aus. Hier haben wir unsere Discs. Und nochmal von hinten. Wir haben hier als extra Setting, Storyboard, Trailer und eine Bildergalerie. Das Ganze geht 310 Minuten und kommt natürlich auch wieder mit japanischem, also auf Japanisch mit deutschem Untertitel. Und dann holen wir unsere Scheiben auch schon raus. So, dann haben wir hier unsere erste Disc. Nochmal von hinten die ersten 5 Folgen. Ich finde das Motiv irgendwie richtig cool. Auch die Farben. Hier haben wir dann unsere Scheibe. Wieder dasselbe Motiv. Und KSM-Werbung. Ich weiß gar nicht, ob die im Moment aktuell ist, da die Box ja schon im September rausgekommen ist. Wir schauen einfach mal schnell rein. Also ich glaube, es ist schon eine neuere rausgekommen. So, das zu Disc 1. Dann haben wir hier Disc 2, wieder mit einem ultra mega coolen Motiv, wie ich finde. Ich finde es echt schön. Nochmal von außen alles. Und dann auch nochmal unsere Scheibe. Ist nur ein Teil vom Cover. Bi und Naruto. Und dann noch Disc 3, auch wieder ein super süßes Motiv. Das hat KSM diesmal richtig gut gemacht, wie ich finde. Richtig hübsch. Auch die Rückseite. Ich meine, schaut euch das an. Das ist wirklich süß, oder? Und dann auch noch mal unsere Scheibe. So, das war's dann auch schon zu dieser Box. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich dazu komme, mir die nächste zu holen. Die kommt ja bald raus. Ich probiere es natürlich so schnell wie möglich. Aber ich verspreche nichts. Wir kommen halt wirklich gerade nicht hinterher. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.